So, ich habe alles vorbereitet, habe die Apfelhälfte auch schon mit Watte gefüllt. Nach Runde 17. Und in Runde 18 häkeln wir im Wechsel, einige von euch werden es sich vielleicht schon gedacht haben, eine Abnahme und eine feste Masche. Immer im Wechsel eine Abnahme und eine feste Masche. Es kann sein, dass danach noch mal ein bisschen mit Watte nachgestopft werden muss. Das wird dann jeder sehen, auch wie fest er das ganz gerne haben möchte. Und im Übrigen, in der Infobox unter diesem Video ist der Link für die Playlist eingefügt, wo sämtliche Obstsorten als Anleitungsvideo zu finden sind, also wo der komplette Obstkorb zu finden ist. Und da könnt ihr mal reinschauen, was ich sonst noch alles so für Obst angefertigt habe und was man alles so häkeln kann und noch in den Obstkorb hinzufügen kann. So ein kleines bisschen Watte werde ich hier noch hineintun. Und die letzte Runde, die werde ich euch jetzt auch noch mal schnell zeigen. Das ist in Runde 19, wird insgesamt sechsmal eine Abnahme gehäkelt, also sechsmal zwei feste Maschen zusammen abmaschen. Dann haben wir wieder die sechs festen Maschen, wie wir die am Anfang in den Fadenring gehäkelt haben. Sind wieder runter auf sechs Maschen. So, und dann könnt ihr den Markierungsfaden hinausziehen und zum Abmaschen häkle ich noch eine Kettmasche und eine Luftmasche. Den Faden fest durchziehen und anziehen. Und jetzt werden wir noch die Öffnung zunähen, die oben entstanden ist. Und zwar nähe ich oder schiebe ich die Nadel immer durch die letzten Maschen der letzten Runde. Ist quasi so wie ein bisschen so hinein, hindurchweben durch die letzte Runde, die wir gehäkelt haben. Und dann können wir zuziehen. Dann schließt sich die Öffnung. Und ich mache dann noch mal einen Knoten. Und vernähe dann den Faden so, dass er im Anschluss nicht mehr zu finden ist. Und habe dann die Apfelhälfte fertig. Zumindest den ersten Teil. Ich häkle jetzt gleich noch den Stängel und das Blatt dafür und zeige euch gleich noch, wie man den ganzen Apfel häkelt. So, den Stiel habe ich schon mal vorbereitet. Das ist ganz einfach. Also wieder einen Fadenring machen, so wie ganz am Anfang hier auch bei dem Apfel. Und sechs feste Maschen hineinhäkeln und Runde 2 bis 5 einschließlich ohne Zunahmen einfach durchgehend sechs feste Maschen häkeln und dann ist der Stiel auch schon fertig. Das geht ratzfatz, ist vielleicht ein bisschen am Anfang so ein bisschen Fummelarbeit, aber dann geht das ganz schnell und dann wird er hier oben angenäht.
direkt an der Grenze, wo der Farbübergang ist zwischen Rot und Weiß. Und wird dort ganz einfach befestigt, mit ein paar Stichen fixiert. Das Blatt zeige ich euch gleich im Anschluss. Ich zeige euch dann jetzt erstmal demnächst, was heißt demnächst, also jetzt gleich, wie man den ganzen Apfel häkelt. Das ist alles sehr ähnlich wie bei der Apfelhälfte. So, jetzt haben wir hier den Vorführeffekt mit Verknotungen, wie man es lieber nicht hätte. So, kann aber passieren. Deswegen schneide ich sowas auch nicht raus. So, ich verknote das hier, wenn ich das fertig angenäht habe. Und vernähe dann den Faden. So, das Blatt folgt gleich. Jetzt erstmal zu dem ganzen Apfel. Und zwar habe ich den genauso gehäkelt wie auch diese Hälfte. Nur, dass ich begonnen habe in Braun mit dem Fadenring und 6 feste Maschen hineinhäkeln. Dann die ganzen Runden in Rot bis einschließlich Runde 7, 42 feste Maschen, um auf 42 feste Maschen zu kommen. Und stattdessen, also hier haben wir dann ja ins hintere Maschenglied dann gehäkelt in Runde 8. Das bleibt hier aus. Wir häkeln ganz normal weiter unsere festen Maschen von Runde 8 bis Runde 13 einschließlich diese 42 festen Maschen. Und dann wird ganz genau genauso die Maschen abgenommen wie auch hier. Also daran ändert sich nichts. Es wird dann eben zu so einer Kugel schön mit Watte füllen. Und ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr diesen Stiel extra häkelt und dann annäht, so wie hier. Oder ob ihr dann den Farbwechsel hier vornehmen wollt und das dran häkeln wollt. Das heißt also, von Runde 20, da findet dann der Farbwechsel statt und ihr häkelt einfach bis einschließlich Runde 24 die 6 feste Maschen hinauf. Ist auch ein bisschen friemelig hier am Anfang bei dem Farbübergang, geht dann aber relativ fix. Also je nachdem, was ihr lieber mögt, und so entsteht einmal die Apfelhälfte und einmal der ganze Apfel. So, für das Blatt nehmt ihr zu Beginn erstmal eine Masche auf der Nadel auf und häkelt dann insgesamt 6 Luftmaschen. Und hier ist es jetzt so, dass wir auf beiden Seiten dieser Luftmaschenkette arbeiten werden. Also einmal hier oben und dann wird sich das Ganze drehen mit der Arbeit. Das werdet ihr dann gleich sehen und dann werden wir hier unterhalb dieser Luftmaschenkette weiterarbeiten. Und wir beginnen zuerst mit einer Kettmasche. Dann eine feste Masche. Ein halbes Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen und jetzt in die letzte Luftmasche dieser Luftmaschenkette häkeln wir insgesamt 8 Stäbchen.
So, jetzt sind wir automatisch, hat sich das gedreht und befinden uns jetzt hier, was vorher die Unterseite war, und häkeln hier in die nächste Masche ein Stäbchen, danach ein halbes Stäbchen. Eine feste Masche und eine Kettmasche. Und dann häkle ich ganz zu Anfang, damit hier nicht so eine Kante entsteht, nochmal hier unten an die Spitze auch nochmal eine Kettmasche, damit das sich zu einer Spitze schließt. Zum Abmaschen eine Luftmasche. Und schon ist das Blatt fertig und kann angenäht werden. Und dann sind beide Äpfel fertig.